So, hier habe ich eine Kiste und wir schauen jetzt mal gemeinsam, was da drin ist. Besonderes und Verpackungsmaterial. Und jetzt wollen wir aber wissen, was da drin ist. Ah, FTM 500D. Der wahrscheinlich erste FTM 500D auf einem deutschsprachigen YouTube-Kanal. Wenn du mehr von dem Gerät wissen willst, dann bleib einfach dran. Ich bin Michael, DL2YMR, und ich produziere hier regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Viel Spaß! Der FTM 500D wurde mir freundlicherweise für dieses Video von der Firma Wimo zur Verfügung gestellt. Einen Link zur Firma Wimo findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Gerät könnt ihr allerdings noch nicht kaufen, weil es auf dem deutschen Markt noch nicht verfügbar ist, aber ihr könnt eine Vorbestellung bei der Firma Wimo platzieren. Gut, wir gucken jetzt mal hier in den Karton, was wir da alles so drin finden. So, wir gucken jetzt rein, was sich in diesem Karton befindet. Okay, ich öffne den jetzt mal. Ich habe den auch noch nicht offen gehabt, ich habe das noch nicht gesehen. Also, Paket öffnen. Hier sehen wir schon mal den Inhalt. Das klappen wir nochmal so auf und so. Und dann haben wir hier natürlich ganz oben die Bedienungsanleitung. Wir haben hier nochmal eine Schnellanleitung, New Functions of the FTM 500D. Ist das auch auf Deutsch? Nein. So, was haben wir jetzt hier im Karton? Also einerseits Schraubenmaterial zum Befestigen des FTM 500D. Eine Mikrofonhalterung. Wir haben das Stromversorgungskabel. Wir haben das Mikrofon. Wir haben ein paar Ersatzsicherungen. Das war's für das hintere Fach. Und im vorderen Fach haben wir einmal das Gerät. Da ist das gute Stück. FTM 500D. Hier ist nichts mehr drin. Okay, können wir wegtun. Also, das nehme ich jetzt auch nochmal hier aus der Plastikhülle raus. Und dann sehen wir die ganze Schönheit des FTM 500D. Etwas ungewohnt für mich mit diesem großen Kopf hier vorne, aber der FTM 300, 400 waren ja scheinbar schon genauso. Ich habe die Geräte nicht besessen. Das Mikrofon können wir mal aus der Tüte nehmen. Und hier sehen wir das Spannungskabel. Okay. Das Gerät kann man natürlich auch abgesetzt vom, also den, das Bedienteil abgesetzt vom Hauptteil betreiben. Dazu kann man es hier öffnen und das Bedienteil abnehmen. Und dann ist hier das Verbindungskabel drin, wo man es mit abmachen kann. Ich kann euch jetzt noch ein bisschen was über die technischen Daten erzählen. Wir haben hier einen Dualband-Transceiver, der gleichzeitig in zwei Bändern empfangen kann. TX, also senden, kann er im 2-Meter-Band von 144 bis 146 MHz, im 70-Zentimeter-Band von 430 bis 440. Empfangsbereiche sind einmal 108 bis 137 MHz im Airband, also da, wo die Flieger funken, was wir in Deutschland nicht hören dürfen. Er ist empfangsmäßig gerüstet für 137 bis 174 MHz, von 174 bis 400 MHz, von 400 bis 480 MHz und von 480 bis 999,995 MHz. Das ist ja schon eine ganze Menge. Wir haben auch den 8,33 kHz Step drin. Geht also auch, die normalen Steps natürlich auch, 10 kHz, 12,5, 15, 20, 25, 50 und 100 kHz.
Die Sendeart ist FM oder C4FM. Antennenimpedanz 50 Ohm, na klar. Supply Voltage, also Spannung 13,8 Volt. Stromverbrauch im Empfang 0,5 Ampere. Bei 50 Watt TX, also 50 Watt Sendung im 2 Meter Band 10 Ampere und bei 50 Watt im 70 Zentimeter Band auch 10 Ampere. Die Maße des Gerätes sind 139 mal 42 mal 132 mm. Der Controller hat die Maße von 156 mal 64 mal 58,6 mm und das Gewicht beträgt 1,4 Kilogramm. Ja, Output Power 50 Watt, 25 Watt und 5 Watt in den Stufen regelbar. Modulationstyp haben wir schon gesagt. FM, also F1D, F2D, F3D und F7W, das ist dann 4FSK bzw. C4FM. Die Unterdrückung der harmonischen ist mindestens minus 60 dB, was ja für uns hier in DL wichtig ist. Wir müssen die harmonischen, die entstehen beim Tasten eines Trägers oder beim Senden eines Trägers, um 60 dB unterdrücken, mindestens 60 dB. Ja, das war es eigentlich schon im Großen und Ganzen, was hierzu zu sagen ist. Und das Weitere, wie gesagt, ach ja, Bluetooth hat das Gerät auch. Bluetooth und GPS meines Wissens nach auch. Das können wir aber nochmal im nächsten Video klären. Ja, in einem weiteren Video werden wir das Gerät dann mal einschalten. Ich werde das mit Spannung versorgen, um einfach mal die Eigenschaften des Gerätes zu sehen, um das schöne Display in Action zu sehen hier und auch mal zu sehen, was das Gerät jetzt für Vorteile hat gegenüber den Vorgängermodellen und wie es zu bedienen ist. Ja, wenn dich das interessiert und du weitere Videos hier sehen möchtest über das Gerät, abonniere einfach den Kanal und mich freut es ja, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Und wenn dir das Ganze hier Spaß gemacht hat, dann gib mir bitte einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und klick auf die Glocke, damit du eine Information bekommst, wenn es hier auf diesem Kanal weitergeht.